Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projektchen hier auf dem Kanal, nämlich Baphomets Fluch, auch bekannt als Broken Sword. Und natürlich bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Andreas wieder an Bord. Hallo, guten Abend. Schön, dass ich wieder da bin. Ja, finde ich auch. Schön, dass ich da bin. Ich freue mich so auf das Spiel. Ich bin schon so aufgeregt. Ich kann gar nicht mehr alles artikeln. Du kannst dich nicht artikeln. Sehr schön. Perfekt. Ja, und zwar handelt es sich hierbei um ein relativ altes Point-and-Click-Adventure. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das damals auf der PlayStation 1 gespielt habe. Ja. Das heißt, es ist kein komplettes Blind-Let's Play. Ich möchte aber behaupten, dass ich mittlerweile so viel vergessen habe, dass es schon so in Richtung Blind geht. Bei mir ist es sicher schon 20 Jahre her. Komm, gut hin. Ui, wow. Ja, doch, das ist schon... Ne, das ist was. Ja, da kann man viel vergessen inzwischen. Das ist vollkommen richtig. So, aber bevor ich jetzt hier noch 3 Stunden lang sinnlos quatsche, drücke ich einfach mal auf ein neues Spiel. Ja, leg mal los. Ja, Mann. Paris. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Ja. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Oh, wie schön. Ach, da kommen Erinnerungen auf, oder? Oh ja. Gesichtsausdrücke, ja, die sind wichtig. Ja. Oh, die Musik ist auch so schön passend immer. Ich mag das. Lustigerweise habe ich auch meine Saftpresse da, also wir können ruhig ein paar Gesichter ausdrücken. Das ist sehr gut. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Ach, der? Deine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt. Ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal. Könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen. Und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen. Aber auch. Wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Mhm. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird Ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Auch super Synchronstimmen, möchte ich mal gerade anmerken. Mhm. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Oh, oh. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne... Mademoiselle Collard, ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater?
Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon? Au! Oller Frauenschläger. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Na, selbst untersuchen natürlich. Das war ein langes Intro, wollte ich gerade sagen. Okay, wer das Ganze hier lesen möchte, der kann das jetzt gerne tun. Ich komme bestimmt auch so irgendwie zurecht. Ah, okay. Interview mit Pierre Cachon. Okay, ja. Das ist, glaube ich, einfach nur noch mal... Ja, was gerade passiert ist, das müssen wir, glaube ich, nicht noch mal lesen. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Mhm. Na? Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Ja, das war ein Profi-Pantomime. Das hat man doch sofort gesehen. Mhm. Es ist übrigens dieselbe Synchronstimme wie Agent Scully. Ja, ist richtig. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Ach so, mehr können wir uns da gar nicht angucken. Schade. Eine Büste von Pierre Cachon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Okay. Das war's. Hier auch? Das hat der Pantomime angerichtet. Es sei denn, die Katze ist auch in die Sache verstrickt. Wobei, Katzen können schon echte hinterlistige Viecher sein. Ja. Ich möchte mir die Büste auch noch angucken. Schon wieder Pierre Cachon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Ew. Gespenstisch. Ja, bin ich ganz bei dir. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Da fällt mir doch direkt, wollte ich gerade sagen, diese Haarnadel hier ins Auge. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Na, jetzt haben wir sie ja wieder. Ja. Um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, klick ihn an und halte die Maustaste gedrückt. Ja, kriegen wir schon hin. So, aber ich steche, soll ich ihm jetzt die Augen auspieks oder was? Nein. Nein, sagt sie. Ja, das ist ganz meine Meinung. Seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Was haben wir denn noch? Manche Leute schämen sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Wow, okay. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Ja, genau deswegen. Ja, stimmt, du hast völlig recht. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Doch, wir könnten die ja wieder zurücklegen. Wir wissen doch jetzt, was da drauf steht.
Nee, wir können die nicht zurücklegen. Nein. Ja, das ist nur eine Einwegfahrkarte. Carchon wurde erschossen. Das wissen wir schon. Nee, wir lassen die Augen wirklich mal auf, obwohl es jetzt eigentlich eh schon egal ist, aber sonst kommen nur Fragen auf. Ja, das ist richtig. So, ich glaube, gibt's hier eine Hotspot-Anzeige? Nee, schade. Oh, schade. Ich mag doch Hotspot-Anzeigen. Oder ist das hier? Nein! Gut. Dürfte ich rausgehen? Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Das kriegen wir hin. Fangen wir mal hier rechts an. Die Tür ist verschlossen. Kann ich noch nicht nachvollziehen, warum wir da jetzt irgendwelche Hinweise auf Mörder sein sollen, wenn das Ganze da drinnen passiert ist? Ich weiß es auch nicht. Zusichtlich auch der Fluchtweg? Ja. Um diese Türe zu öffnen, brauche ich mehr als eine Haarklammer. Als erstes mal den Schlüssel. Okay. Ich wollte es ja nur mal probieren. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese Imelda hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Also, mir persönlich gefiele das jetzt hier nicht so, muss ich sagen. Für ein Museum oder so, ja, gerne, aber da leben wollte ich nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Ich Aha. schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Was? Wobei? Ach, guck mal eine an. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Aber wir haben doch hier die Haarklammer. Aha. Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Richtig. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Stimmt. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Ah, naja gut, das ist vielleicht eine übertriebene Maßnahme, aber okay. Sie macht das auch nicht wieder zu, ne? Das sieht die Polizei doch dann auch. Ja. Ah, okay. Ach, oh, okay, sie macht es doch wieder zu. Was ist hier? Gibt das? Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Ja, gib das. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Aha. Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Okay, ja. Einfach mal die Farbtube eingesteckt. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht. Was haben wir denn jetzt? Wir haben noch das Tischlein. Was ist das? Ein Schlüssel. Schlüssel? Vielleicht ein Tresorschlüssel. Ah, okay. Ich quatsch nochmal mit ihr, wenn sie uns denn lässt. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Ah, okay. Jetzt können wir über die Dinge, die wir im Inventar haben, mit dir sprechen oder über die Leute. Auch wenn ich nicht weiß, wer der Mittlere ist. Oh, fangen wir mal an. Über Ihren Mann. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Mein Gott, sie ist aber auch. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Ja, mein Gott. Ach, guck mal, ich kann ihren Mann nochmal ansprechen. Machen wir mal, das oder? Hat, obwohl er tot ist. Ja. Warum wollte ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Okay, so. Und der Mörder. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Ja, hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Nein. Oh, jetzt können wir entscheiden. Oh, ich weiß, was du wählen möchtest. Ja, du weißt, was ich wählen möchte. Tu es. Ja, darf ich? Ja, von mir aus, müsstest du. Okay.
Sagen wir, ich lasse nicht zu, dass es mir eine gute Story versaut. Ich bewundere Ihre Hingabe an Ihren Beruf. Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt. Mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Okay, ich... Das lächelt mich natürlich jetzt schon wieder an, hier dieses böse Symbol. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein bisschen nett zu ihr sein müssen, dass sie zumindest ein wenig Vertrauen in uns gewinnt. Ich probiere das mal. Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Ich glaube, Sie haben vielleicht doch so eine Art Gewissen. Sie sind keine gute Lügnerin, Nico Collard. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Ah! In der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Ja, cool. Danke, danke. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Ah, versprochen hätte ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Oh, den Schlüssel, müssen wir den Schlüssel zurückgeben auch wieder? Oh, das ist eine gute Frage. Aber jetzt müssen wir den, glaube ich, erstmal benutzen. Das wäre natürlich hervorragend. Ne? So. Und dann hier bitte. Danke. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Ja, dann hopp hopp. Oh nee, wirklich, wie gesagt, nicht mein Stil. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Ist doch fast dasselbe. Hier ist doch ein Knöpfchen. Es gibt ein ganz leises Klicken. Ja. Und was hat das jetzt gebracht? Sieht man nicht. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Warum? Ja, warum? Erzähl doch mal. Sag doch mal. Na gut, dann Schreibtisch. Oh, da ist noch eine Tür. Wie zu erwarten war, ist doch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Das hat doch bestimmt einen Grund. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Ich nicht. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Puh. Willst du das Deckchen hier vielleicht? Nein. Nein, möchte sie nicht. Möchtest du die Fahrkarte vielleicht? Nein. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Okay, wow. Einfach mal eingesteckt. Das ist der schöne Elefant, den mein Vater geschnitzt hat. Ja, schön. Ist jetzt Geschmackssache, aber der ist bestimmt total schön. Ja, Elefanten sind toll. Okay, aber ich möchte noch mal hier an diesem Knopf gucken. Das lässt mich ja jetzt nicht in Ruhe, ne? Das ist doch bestimmt ein Tresor. Ja, aha. Hinter dem Bild ist ein Safe. Vielleicht ist das der Tresor. Vielleicht. Der Tresor ist verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Gut, dass wir den Schlüssel haben.
So ein Zufall. Was ist das? Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Ich habe das schon. Der Stein rund. Was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Karchan ist es inzwischen egal. Genau, mach mal alles wieder zu, damit die Polizei auch bloß nichts davon mitbekommt. Aber, meine Lieben, das war es tatsächlich an dieser Stelle schon für die allererste Folge Baphomets Fluch. Ja, mir persönlich hat es jetzt schon richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Ja, würde ich auch jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Dann, schaut doch einfach in die nächste Folge rein und ich sag bis dann. Auf Wiedersehen.